Es gibt keine Klarheit. Weil davor hat halt das System Angst, dass man die Dinge klar sieht, wie sie sind. Und das kann halt eine männliche Energiemesser schaffen. Ja. Weil sie einen extremen Abstand hat zur Emotion. Und wo kann man Menschen manipulieren? In der Emotion. Aber nicht in der Logik. Ja. Weil die Logik ist 1 plus 1 ist 2. Egal wie manipulativ du bist, 1 plus 1 ist 2. Da musst du mich schon sehr stark manipulieren können, dass ich sage, 1 plus 1 ist 4. Mindset, deine Ziele scheinen weit weg. Der Neid, der dich zerreißt, ja, er liefert dir kein Cent. Alles Mindset, du hast Angst, dass die Zeit drängt. Merk dir eine Sache, du verlierst, wenn du klein denkst. Alles Mindset. Willkommen zur nächsten Folge vom Impact Millions Podcast. Ich freue mich heute auf ein richtig geiles Interview mit dem Agron. Und interessanterweise ist das heute der erste Gast, den ich eigentlich so persönlich noch gar nicht wirklich kenne. Mehr so vom Hörensagen und von Social Media. Deswegen freue ich mich umso mehr. Der Agron ist in vielen Bereichen tätig. Sein Brand ist die Real Life Academy. Sagt dem einen oder anderen vielleicht schon etwas. Darauf gehen wir auch noch genau ein, was das ist, was der Background ist, was jetzt auch die Story vom Agron ist. Aber bevor wir dazu kommen, einmal nochmal danke fürs Feedback zu den letzten Folgen. Mir bedeutet das voll viel, wenn ihr mir Feedback gebt. Auch ehrliches Feedback natürlich, dass man Dinge optimieren kann und verbessern kann. Also schreibt gerne auch immer mir oder den Gästen Nachrichten, was euch gefallen hat, was ihr euch aus dem Podcast mitnehmen konntet. Und dann werden wir die auch teilen. Ja, hey, Agron, als allererstes mal vielen Dank für deine Zeit, dass wir es jetzt auch hinbekommen haben. Und du bist ja auch gerade in Wien. Wir sind gerade gar nicht so weit entfernt. Ich bin gerade in Wiener Neustadt, also gar nicht so weit. Aber vielleicht mal kurz ein paar Sachen zu dir. Wie alt bist du? Wo lebst du? Aktuell haben wir ja schon erwähnt. Und ein bisschen was, was du gerade machst, was gerade deine Berufung ist, dein Unternehmen. Alter, ganz einfach. 33 Jahre alt, aber ich schaue nicht so sehr aufs körperliche Alter oder biologische Alter, ich schaue viel, viel mehr auf den Bewusstseinsgrad. Ich habe zum Beispiel öfters die Erfahrung gemacht, dass es auch sehr, sehr junge Menschen gibt, wie zum Beispiel, was wir erwähnt haben, den Rafael Zenate, der 23 ist, aber vom Bewusstsein so alt ist wie ein 100-Jähriger, zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? So per se. Aber so viel zu dem, wenn du so fragst, ich bin 33 Jahre alt. Ja, bin vor 3 Jahren nach Dubai ausgewandert. War 2016 ein intrinsischer Impuls, wo ich mal eine Stewardess am Strand angesprochen habe. Und sie hat dann zu mir gesagt: So, no, 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 I live here. Nicht so, was? Lebst hier? Und ich werde dieses Gefühl nie vergessen und das bin ich danach gegangen. Da hat sich auch ein kleiner Traum erfüllt. Bin aber im Sommer immer in Europa, weil mir der Bezug, dass ich offline greifbar bin zu den Membern und zu den Menschen sehr, sehr wichtig ist. Und ja, Berufung. Sehr, sehr witzig. Es hat sich einfach so ergeben, dass eine gewisse intrinsische Stimme in mir, die nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun hat und die nichts mit meiner Vergangenheit zu tun hat, anscheinend sehr, sehr vielen Seelen trifft, weil ich eine Fähigkeit habe, die mir dann halt von Gott gegeben worden ist, dass ich eine spüre und zwar die Seelen der anderen und dann das, was sie vielleicht nicht ausdrücken, weil ihr Gedanke vielleicht blockiert, ihnen aus der Kehle rausziehe und dann passiert halt eines, nicht nur Inspiration, sondern sie gehen der wichtigsten Sache der Welt nach und zwar ihren Seelenwünschen und nicht mehr der konditionierten Wünschen und ja. So hat sich dann die Berufung ergeben, dass ich es einfach geschafft habe, immer mehr Menschen zurück in den Kern zu führen und dass sie dann anfangen, aus diesem Kern herauszuleben und dass sie dann erschrocken sind, wie viel Potenzial da drinnen ist, wie viel Talent da drinnen ist und wie viel Stärken da drinnen sind. Und dann machen sie alle die Erkenntnis, dass ihnen noch nie etwas gefehlt hat. Und da geht es sehr, sehr stark um das Thema Erleuchtung. Man anfängt wieder zu sehen und nicht so viel zu denken. Und ja, so bildet sich gerade die Academy immer, immer weiter und weiter, weiter aus. Weil ich immer wieder sage, jede Lebenskrise ist eine Wahrnehmungskrise und ich bin ein großer Fan von Wahrnehmungserhöhung und nicht von Wissensansammlung. Aber das, was wir alle in der Schule gelernt haben, in der Uni gelernt haben oder vielleicht auch in der Berufswelt gelernt haben, ist, sammle mehr Wissen an, lies noch mehr Bücher, besuche noch mal 10.000 Seminare. Und ich denke mir so, nein, 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 das wichtigste Seminar des Lebens wird die Wahrnehmungserhöhung sein, weil alles ist ja bereits schon da und wir sehen so wenig. Und das ist so dann meine Aufgabe, dass ich halt in den letzten 3, 4 Jahren viel, viel mehr Beobachter war als im Denker und dann einfach viel, viel mehr Zeit mir genommen habe, Dinge lebendig zu überprüfen, dadurch extrem viel Neues erkannt habe im Alten und dadurch natürlich ein Content-Schatz sich
ergeben hat, der halt für sehr, sehr viele Menschen wertvoll ist, weil sie es vielleicht ohne den Content nie in ihrem ganzen Leben sehen werden. Und das ist sehr, sehr, sehr fatal, weil dann gewisse unbewusste Muster in dir für immer drinnen bleiben. Du aber gewisse unbewusste Muster dir bewusst machen sollst, um eine Antwort zu haben, wie du mehr Geld verdienen kannst, eine Antwort zu haben, wie du deine Träume erfüllen kannst, eine Antwort zu haben, wie du eine gewisse Angst erkennen kannst und als Illusion erkennen kannst und als Illusion loslassen kannst. Und wir werden dann eines wahrnehmen, dass es letztendlich genau um das geht, viel, viel mehr zu sehen als zu wissen. Das war schon mal eine starke Einleitung. Also ich sehe schon mal, das wird auf jeden Fall ein interessantes Interview. Aber davon bin ich schon ausgegangen. Also ich setze auch ganz gerne immer mal beim Start von jemandem an, weil jeder, der ja irgendwo mal diesen Impuls hatte, was zu ändern, egal ob es jetzt dann von außen kam oder von einem Gefühl raus, hat ja den Ursprung oftmals auch in der Kindheit, in der Jugend. Und du hast ja deine selbstständige und Unternehmerreise jetzt ja nicht direkt jetzt dann mit der Real Life Academy gestartet, sondern du hattest ja auch schon eine Geschichte davor, die auch ich persönlich gar nicht kenne. Deswegen würde mich das mal da interessieren, wie ging denn bei dir das Ganze los, dass du gesagt hast, hey, ich will vielleicht nicht diesen klassischen Weg einschlagen, sondern ich will wirklich meinen eigenen Weg gehen und dann weiterführend auch wirklich andere auf ihre Reise begleiten. Ja. Ja, also das Ganze hat eigentlich schon in der Volksschule begonnen. Man kann sich nicht vorstellen, dass ich mal fett war. Ich nur fett geworden bin, weil meine Eltern immer arbeiten waren. Somit kann man sich nicht vorstellen, dass ich mit 6, 7 Jahren wirklich immer alleine zu Hause war. Meine Mutter mir immer Geld gegeben hat, dass ich halt zu McDonald's gehe oder Pizza kaufe, weil ich sicher nicht mit 6, 7 Jahren kochen kann, was halt zu einem enormen Übergewicht geführt hat, was zu ja, Abgrenzung in der Klasse geführt hat, was dazu geführt hat, dass die ganzen hübschen Mädels, in die ich verliebt war, natürlich nichts von mir wollten. Und dann witzigerweise die ganzen hübschen Mädels, von denen ich was wollte, was von den Fußballern wollten. Und dann habe ich damals Fußball begonnen, glaube ich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin und tief hineingehe, nicht wegen des Fußballs wegen, sondern um einfach nur anerkannt und geliebt zu werden. So, natürlich ist in jedem Anfang das Ende. Und wenn du aus dem Mangel etwas anfängst, dann machst du es ja genauso weiter, dass du es immer aus Spannung machst, immer aus Leistungsdruck machst und immer aus Angst machst. Und dann hatte ich einfach mit 19 das Thema, dass ich halt unglaublich krass performt habe im Fußballtraining, aber nicht performt habe im Wettkampf. Aber so das erste Mal das Thema und die Frage, what the fuck, ich sehe, dass ich es kann, aber warum kann ich es genau, wenn es dann darauf ankommt, nicht abrufen? Und so ist das erste Mal das Thema hochgekommen, damals noch Mentaltraining, damals noch Persönlichkeitsentwicklung. Dann ist was Lustiges passiert, dann habe ich mich bis 27, 28 total in dem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthema verloren. Und habe dann mit 24 den Betrieb meiner Eltern, einen Familienbetrieb übernommen, weil mein Vater spielsüchtig war. Und ich da damals schon zwanghaft die Verantwortung übernommen habe für meine Familie, weil mein Vater schon immer spielsüchtig war, auch schon in der Jugend. Und ich immer dazu geprägt war, Mama, ich helfe dir, Mama, ich helfe dir, Mama, ich bin für dich da, Mama, ich bin für dich da. In Wirklichkeit war es nicht, Mama, ich bin für dich da. In Wirklichkeit war es, Mama liebt mich. Weil sie schon als Kind nicht öfters da war. So, und deswegen hatte ich auch den Zwang, sozusagen auch den Familienbetrieb zu übernehmen, was aber witzigerweise dazu geführt hat, dass ich es nicht nur hochskaliert habe, sondern auch gelernt habe, wie man Mitarbeiter einstellt, wie man mit Mitarbeitern umgeht, wie man verkauft, weil ich schon mit 10 Jahren begonnen habe, meiner Mutter im Verkauf zu helfen und Zuckerwatte verkauft habe. Schon mit 10 Jahren auf der Straße, aber weißt du, ich schon seitdem ich 10 Jahre alt bin, bin ich Verkäufer, aber weißt du, wie ich es genannt habe? Mama helfen. Und nicht verkaufen. Und dann war eines sehr, sehr stark unbewusst bei mir. Ich habe gar nicht gewusst, was für ein fucking guter Verkäufer ich bin. Wie gut ich kommunizieren kann. Wie gut ich Menschen verstehen kann. Das war mir alles nicht bewusst. Deswegen habe ich bei der Allianz Versicherung dann nur im Innendienst gearbeitet. Interessant. Ja, voll, voll behindert, wenn du es dir so anschaust. Aber so hat sich das ergeben. Bis ich einfach dann irgendwann mal gesagt habe, hey, das kann nicht das Ende sein, das kann nicht das Wahre sein, weil ich verdammt gut viel Geld verdient habe, aber noch immer unzufrieden war und noch immer gelitten habe. Und dann, wie bei jedem Menschen, was passieren wird, man muss tiefer gehen. Und dann verlässt du die Persönlichkeitsentwicklung und das Mindset-Thema und dann öffnet sich das Thema Bewusstsein.
Und die Reise ging dann bei mir los 2019. Und ja, seitdem habe ich noch nie was Tiefgründiges selbst erfahren als dieses Bewusstseinsthema. Und da herrscht auf der Welt so viel, also da ist so viel Klarheit nötig, weil ich liebe alle meine Coaching-Kollegen, ich liebe alle anderen Akademien, ich liebe alle. Aber wenn wir über die Wahrhaftigkeit sprechen, ist da so viel Bullshit da draußen, sagt man. Und dann kann ich der sprechen, der am coolsten ist oder der am besten ist, sondern der am wahrhaftigsten ist, dass man die Dinge einfach so anspricht, wie sie sind. Weil wenn man die Dinge so anspricht, wie sie sind, dann ist das Schöne an der Realität, es gibt kein Gegenteil zur Realität. Und dann sollte man noch viel, viel mehr nur noch über die fundamentale Realität sprechen, dann sterben alle Fragen. Nur ich glaube, es gibt sehr viele Fragen auf der Welt. Ja. Interessante Story auf jeden Fall. Wie du das mit der Zuckerwatte erzählt hast, habe ich kurz an die Story von Gary Vee denken müssen, wo der erzählt hat, dass er immer die Blumen vom Nachbarn ausgerissen hat und beim anderen Nachbarn versucht hat zu verkaufen. Da war auch sehr jung und auch gesagt, er war schon immer ein Verkäufer. Ich meine, das ist schon nochmal Next Level mit den Blumen. Aber bei mir war es zum Beispiel so, meine Großeltern, die haben ein Restaurant in Leobersdorf, also in Heurigen, für die Österreicher kennen das. Und ich habe dort immer selbst gemalte Bilder versucht zu verkaufen, weil ich halt irgendwie mein eigenes Geld halt haben wollte. Hat auch funktioniert, wahrscheinlich eher, weil ich ein Kind war und nicht, weil ich so schön gezeichnet habe. Aber interessant auch zu hören, was dann manchmal, wenn man es dann so reflektiert und zurückdenkt, so diese Punkte waren, die, wo man vielleicht dann sieht, okay, daher kam das dann eigentlich auch. Du hast vorher gerade auch erwähnt, auch das Thema damals noch Persönlichkeitsentwicklung, Mentalcoaching. Und ich kann dich 100% nachvollziehen, wenn du sagst, dieses Verloren in dieser Persönlichkeitsentwicklung. Bei mir auch, wie ich gestartet habe, damals im Vertrieb, im Network, ich habe vorher noch nie ein Buch gelesen und dann habe ich mal gehört, Millionäre lesen so und so viele Bücher pro Jahr. Also den Spruch kennst du vielleicht. Und dann angefangen, extrem viel Bücher zu lesen. War am Anfang gut fürs Erste, aber habe mich dann auch verloren in, okay, ich muss noch das wissen, ich muss noch das lesen, ich muss noch das machen. Aber eigentlich nie. Also schon in die Umsetzung gekommen, aber weniger ist dann, als wie wenn ich es nicht gemacht hätte. Und eigentlich immer gedacht, okay, ich brauche jetzt das nächste Buch, ich muss jetzt noch zu dem Coaching gehen, zu dem Seminar. Habe das dann relativ schnell im Griff bekommen und trotzdem Gott sei Dank Erfolge erzielt, aber ich habe halt sehr viele gesehen, die sich ganz, ganz lang da verloren haben. Und oftmals ist es ja, wenn man zu Seminaren geht, man sieht halt die halt oftmals nur beim Seminar sind, zum Seminar und immer die Antwort suchen. Und deswegen fand ich den Punkt auch, was du erwähnt hast mit dem, die Coaching-Branche ist dann. In deinem Bereich, aber auch allgemein, ist oftmals ja vor allem so, dass die Leute eher so ein bisschen, also nicht das bekommen, was sie eigentlich brauchen, sondern einfach immer so ein bisschen Information, ein bisschen Input, dass sie auf jeden Fall zum nächsten Coaching kommen, aber nicht wirklich das, was ihnen jetzt weiterhilft. Was war denn jetzt für dich der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, okay, ist dann noch mit der Real Life Academy und wirklich jetzt, dass du gezielt mehr Menschen helfen willst? Dass du dann diesen Weg so eingeschlagen hast, jetzt auch auf eigene Faust. Aber du hast ja vorher auch noch mit Geschäftspartnern zusammengearbeitet und hast ja dann deinen eigenen Weg eingeschlagen. War das einer der Gründe dafür, dass du gesagt hast, okay, du willst es richtig machen und den Menschen wirklich helfen? Oder was war so der Ursprungsgrund, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt dann und baue mir da mein eigenes Ding auf? Ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich bin der Letzte, der eigentlich was alleine machen will. Sogar jetzt arbeite ich die ganze Zeit mit Geschäftspartnern, aber einer weiß es immer besser als du, und zwar das Leben. Und in diesem Jahr, wo ich dann fast gezwungen worden bin, meinen eigenen Weg zu gehen, habe ich viermal eine auf gut Wienerisch auf die Goschen bekommen. Also viermal eine vom Leben ins Gesicht bekommen. Und beim vierten Mal war ich einfach dann so demütig, habe mich hingekniet, habe einfach nur gesagt, okay, liebes Leben, ich muss wieder eines lernen, das, was ich am meisten liebe, loszulassen. Und das war dann auch genau so. Das heißt, es war keine Freiwilligkeit, dass ich gesagt habe, ich suche es mir aus, sondern es war eine Notwendigkeit. Das heißt, ab einer gewissen Größe, wenn du anfängst, deine wahre Größe zu leben, wird dir das Leben ja Situationen schicken, damit du deinen eigenen Weg gehst. Und das ist ja auch in der Tierwelt so, selbst im Vogelnest, wenn der Vogel bereit ist zum Fliegen, stoßt der Papa ihn auch runter. Und wenn es der Papa nicht tut und dich runterstößt, dann wird es das Leben tun. Und das war dann bei mir genauso der Fall, dass es dann notwendig war, ja, den eigenen Weg zu gehen. Aber trotzdem sehe ich ja in dieser Vision die Bewusstwerdung der Menschheit, dass in einem Konflikt keinen individuellen Weg, sondern einen kollektiven Weg. Also ob das jetzt 100.000 Akademien machen oder eine, spielt im Endeffekt keine Rolle. Wichtig ist, dass es funktioniert.
Bei deiner Real Life Academy, wenn du es beschreiben müsstest, was du da genau machst und was genau der Inhalt ist für Leute, die gar keinen Bezug jetzt dann zu dem Thema haben. Und ich weiß, dass hier alle Altersgruppen zuhören, alle Backgrounds, Selbstständige, klassisch Angestellte, Leute, die vielleicht schon ein bisschen weiter in dem Thema drin sind, manche gar nicht. Was genau machst du und wie hilfst du da auch Menschen mit deiner Academy oder mit eurer Academy? In einem Satz sorge ich für innere und äußere Freiheit. Innere Freiheit, in dem nichts mehr in dir gegen dich arbeitet, also kein Gedanke, keine Emotion, keine Energie erzeugt mehr eine Reibung in deinem System. Wenn du innere Freiheit hast, hast du halt innere Flexibilität und hast du innere Flexibilität, hast du innere und äußere verschiedene flexible Handlungsmöglichkeiten, richtig? Was immer zu einem langfristig führt, zu finanzieller Freiheit. Weil ich glaube nicht, dass die Menschen nichts können. Ich glaube, dass die Menschen zu viel Reibung im System haben, dass sie maximal in die Hand kommen. So, deswegen, wenn Manifestation sowieso von innen nach außen funktioniert, würde ich mich, wenn ich beobachten kann, dass ich innere Reibungen habe, in Form von, was sagen die anderen Menschen über mich, in Form von, hey, das kann ich ja doch nicht tun, in Form von, ja, aber ich bin doch so ein Mensch und nicht so ein Mensch, spielt keine Rolle. Immer wenn du eine Reibung hast, solltest du dich hinterfragen, warum du diese Reibung hast, damit du tiefer reinfällst, das auflöst und dann wieder mehr in die Handlung gehst. Aber die Menschen suchen wieder Lösungen, wo im Außen statt im Inneren. Obwohl, wenn ja im Inneren die Reibung ist, dann kannst du es ja wieder nur im Inneren auflösen. Und dann möchte ich ja niemanden coachen, ich will für Selbstermächtigung sorgen. Weil, was ist der Unterschied zwischen einem Elon Musk und uns? Er hat ein Bewusstsein, wir haben ein Bewusstsein, vielleicht hat er sein Bewusstsein viel, viel besser benutzt als wir beide. So, aber im Endeffekt ist da gar kein großer Unterschied. Er ist einfach ein viel, viel besserer Manager seiner selbst. Mit individuellen Talenten und Stärken, die aber du genauso hast in Individualität und ich auch. Dann ist die Frage nur, ist sich jeder seiner Individualität bewusst? Und das ist erschrocken, wie viele sich das gar nicht bewusst sind. Weil wenn sie sich sehr bewusst sind, hätten sie ein ganz anderes Leben, hätten sie einen ganz anderen Job, hätten sie einen ganz anderen Partner. Hätten Sie alles ganz anders. Ja. Was eine Erfahrung ist von mir in diese Richtung, ich habe mal eine junge Dame kennengelernt, die war auch bei einem Coach, hat auch ein Coaching gemacht und da wurde was aus der Kindheit geöffnet, ein Thema bei ihr und aber eigentlich nicht wirklich, wie soll man sagen, geschlossen. Und dieses Thema, also sie ist so ein bisschen in dieser Erinnerung auf eine gewisse Art und Weise hängen geblieben, kann man sagen, um es jetzt irgendwie so auszudrücken. Denkst du manchmal auch in dieser Branche allgemein ist oftmals der Fall, dass Dinge bei Menschen geöffnet werden und dass einige Coaches das bewusst nutzen, um die Person auch abhängig von sich zu machen? Ja, klar. Ich glaube, das ist sogar zu 99% der Fall. Weil normalerweise sollte mit Bewusstseinsnennes Coaching, sollte es das Ende aller Coachings sein. Und nicht noch 15. Sicher kann ich noch weitere Mentorings buchen, wenn ich sage, hey, ich möchte im Bereich Unternehmertum weiter vorankommen. Im Bereich finanzielle Intelligenz, da gibt es ja Expertise, das ist ja geil. Das ist ja so geil, ein Mentoring dann zu nehmen, wenn ich weiß, hey, der hat 10 Jahre mehr Unternehmererfahrung, von dem lasse ich mich coachen. Aber auf diese Themen innere Freiheit ist das Bewusstsein das Ende aller Coachings. Ja, definitiv. So, und da gibt es ja so viel Verschiedenes. Liebe dich selbst, inneres Kind. Ich habe keine Ahnung, was es alles gibt. Und im Endeffekt ist es wieder nur ein Konzept, wobei du das wirklich, wenn du es testest, alles nicht brauchst. Ja. Nur wenn der Mensch noch immer glaubt, dass es ein Gedanke ist oder anders formuliert sein Ich, was ja seine Vergangenheit ist und die Vergangenheit im jetzigen Moment nicht existiert, dann gibt es ja dieses Ich nicht, dann gibt es aber auch nicht Probleme. Dadurch, dass er mit all diesen 3 Dimensionen verhaftet ist, schon zieht er die ganze Vergangenheit mit in seinen Körper und dann ist die Reibung noch immer da, wie vor 20 Jahren. Obwohl, wenn er nichts tun würde, so wie bei einer Kruste, wenn man hinfällt, dann kratzt man, wenn man sie nicht mehr aufkratzt, dann heilt die Wunde. Und die Menschen wollen immer etwas tun, um zu heilen. Das bedeutet aber gleichzeitig, wenn ich nichts tue, bin ich krank. Wer soll das? Jetzt mal ehrlich. Also, wenn du es jetzt auch gerade so erzählst, und ich gehe jetzt auch immer vom Zuhörer aus, vielleicht jetzt, für den einen oder anderen ist das jetzt wahrscheinlich gerade so eine Erkenntnis von, oh, wow, okay, das macht eigentlich mehr Sinn oder das macht gerade auch sehr, sehr viel Sinn für mich. Ich denke auch, wenn jemand spezifisch daran Interesse hat, die
Ich werde dein Instagram natürlich verlinken. Du hast ja da die Real Life Academy, dann kann sich das jeder anschauen, der vielleicht sagt, hey, ich will mich damit mehr auseinandersetzen. Und ein Thema, mit dem du ja auch viel zu tun hast oder dich viel auseinandersetzt, ist ja dieses Astrologie-Thema. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, was das angeht, mehr oder weniger ein Laie. Ich habe mich schon so ein bisschen mal reingefühlt, schon ein paar Gedanken dazu gemacht. Wie bist du denn zu dem Punkt dann gekommen? Weil das ist ja auch so ein bisschen eine Nische, in der du dich auch so ein bisschen nochmal bewegst, glaube ich, jetzt im Vergleich zu anderen, also von meinem Wissensstand. Und wie arbeitest du da mit Menschen, was jetzt gerade das Thema angeht? Weil ich finde das extrem interessant, persönlich. Ja, im Endeffekt, schau mal, das ignoranteste Lebewesen der Welt ist der Mensch. Ja. Wenn du jetzt einfach nur rausschaust und da scheint gerade die Sonne, gibt es anscheinend etwas überdimensional Größeres als die Erde und überdimensional Größeres als der Mensch, das einen ganz, 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 ganz großen Einfluss hat auf alles Leben hier auf diesem Planeten. So, und irgendwann mal sollte man sich schon die Frage stellen, hey, kann es sein, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin und da scheint eine Woche Sonne, dass ich ein höheres Energieniveau habe? Ja oder nein? Und das fängst du dann an, mit allen Planeten zu beobachten und dann wirst du halt krasse Unterschiede erkennen. Und das, was ich dann letztendlich gemacht habe, ist einfach viel, viel mehr zu beobachten, was passiert bei Vollmond, was passiert bei Neumond, was passiert, wenn die Sonne da ist, was passiert nicht, wenn die Sonne da ist. Kann es sein, wenn es dunkel ist und still ist, dass ich viel tiefgründiger reinfalle und viel, viel mehr mich selbst treffe? Und kann es sein, wenn die Sonne hell ist und die Sonne scheint, dass halt die Menschen auf einmal viel, viel mehr nach außen gehen, dadurch natürlich mehr Reize bekommen, dadurch weniger still sind, spielt keine Rolle. Also im Endeffekt waren es krasse Beobachtungen, wo dann letztendlich eines passiert ist, dass es dann kein Zufall mehr gab. Weil ich sage, wenn du etwas tausendmal überprüft hast und es passiert tausendmal dasselbe, dann ist es eine Mechanik. Dann stirbt halt der Zufall. Und das habe ich halt dann gemacht in der Art und Weise, wie Menschen denken, in der Art und Weise, wie der Mensch fühlt, in der Art und Weise, wie der Mensch Energie bekommt, in der Art und Weise, warum der Mensch da eine Krankheit hat, in der Art und Weise, wie er diese Krankheit dort auflöst. Und das hat alles mit dem Energiekörper zu tun. Weil es letztendlich nicht um Sternzeichen geht, weil Menschen haben sich das nur erdacht. Wenn man sagt Löwe, heißt das ja eigentlich Sonne. Man sagt nicht, ich bin Sternzeichen Löwe, müsste sagen, ich bin in der Sonne geboren. Wenn man eigentlich nur zum Zeitpunkt einer Geburt, Horo ist die Stunde, Skop die Beobachtung, man schaut nur, wie sind die Planeten zum Zeitpunkt einer Geburt gestanden und welche Energie, Schwingung und Frequenz hatten sie denn auf dem Zeitpunkt einer Geburt auf dem Körper? Und wenn man sich bewusst macht, dass Energie zyklisch ist, also wiederholend, ob es ein Atom ist, der Mond um die Erde, die Sonne, die Erde um die Sonne, der Blutzyklus, der Menstruationszyklus der Frau, der Atemzyklus, der Gedankenzyklus, spielt überhaupt keine Rolle. Alles, was Energie ist, ist zyklisch. Und da gibt es mehrere Dimensionen im Körper. Zyklus ist dann der Energiezyklus, der halt ganz tief sitzt, der unabhängig ist deiner Psychologik, die du ja angesammelt hast. Sondern sollte man klar unterscheiden, was ist ein psychologischer Zyklus? Was ist ein emotionaler Zyklus, der auch aus der Vergangenheit ist? Und was ist ein natürlicher Zyklus? Und jeder Mensch, der diesen natürlichen Zyklus nicht kennt und lebt, der ist im Arsch. Punkt. Das ist wirklich so. Weißt du, wie wirst du totlachen, wie viele Krankheiten sich die ganze Zeit auflösen, nur wenn sie den Energiekörper kennenlernen? Interessant. Das ist nicht normal. Einer hat 21 Jahre lang Asthma. Ich sage ihm oberflächlich nur eines. Du wirst jetzt der egoistischste Mensch der Welt sein, sagst alles, was du denkst, sagst alles, was du fühlst und tust noch, was du willst und gehst bewusst in Konflikte rein, hast mal weg. Aber bevor hat das im Außen probiert, richtig? Natürlich zu erkennen, was hat der Egoismus, der ihm fehlt, mit dem Asthma zu tun, ist dann das Thema des Energiekörpers. Und das ist halt bei jedem Menschen extra individuell. Deswegen kann ich einem Menschen kein Konzept geben, sondern jeder Mensch muss wissen, wie er individuell funktioniert. Interessant. Also eine Frage, was das angeht. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, sagen wir mal 36-jähriger Unternehmer, so ein bisschen frustriert mit der Gesamtsituation und sagt jetzt dann, hey, ich glaube, ich brauche irgendwie ein bisschen Hilfe, ich stehe mir selbst im Weg, was mein Fortschritt jetzt im Business angeht und allgemein habe auch so ein bisschen Stress mit meiner Frau regelmäßig. So, also ich sage jetzt mal so, der vielleicht durchschnittliche Mittelstandsunternehmer, der so ein bisschen gestresst ist, so ein bisschen, ja, so in diese Richtung geht. Und der setzt sich jetzt mit denen und sagt, Agron, das kann ich machen. Was würdest du dem jetzt dann einfach mal nur
um es anzuteasern, mir ist klar, dass wir da jetzt nicht reingehen können, dass es sehr individuell ist, aber einfach nur von der Idee her jetzt einfach, wo würdest du dann als erstes ansetzen? Das ist eine komplett harte Aussage, die keiner versteht. Aber wenn er sagt, ich stehe mir selbst im Weg, würde ich dieses Selbst wegräumen. Weil dann ist der Weg frei. Nur, dass wir da nicht verstehen, was ich meine. Aber tiefendimensionaler ist es genau der Sinn, dass man sich die Persönlichkeit nicht entwickelt, sondern entfaltet. Wow. Und die Persönlichkeit, die man ja angesammelt hat, ist ja der Grund des Leids, der Depression. Deep Rest, eine tiefe Erholung von einer Rolle, die man spielt. Das heißt, wir müssten erkennen, wo ist er noch immer in einer Rolle drin. Okay. Und wie oft hat er diesen natürlichen So-Seinszustand, der er ist, verdrängt? Wenn, also ich, was auch sehr interessant ist, also es ist ein voll interessantes Thema. Ich versuche jetzt gar nicht zu krass in alles reinzugehen, sonst wird der Podcast 3 Stunden lang. Was ich auch cool finde, auch gerade wie du, wenn du die Dinge erzählst, man sieht halt, okay, du weißt, von was du redest, was ja oftmals auch in dieser Coaching-Branche nicht immer so ist. Man merkt halt, viele sagen halt das, was sie irgendwo aufgeschnappt haben. Und es ist ja ein Unterschied, ob jetzt jemand wirklich Erfahrung hat und weiß, was er sagt, oder ob er einfach das nachsagt, was er jetzt irgendwo gehört hat. Und deswegen, also ich habe mir auch deine Reels angeguckt und das ein oder andere Interview, war halt mein Gefühl von Anfang an, dass du halt das ausstrahlst, dass du halt diese Sicherheit hast bei dem, was du sagst, und dass das aber nicht jeder mitbringt, was natürlich sehr positiv ist. Und desto, wenn man auch deine Story hört und auch wie so deine Entwicklung war und wie du das siehst, merkt man das halt auch. Und das finde ich sehr, sehr, sehr cool persönlich. Was sind denn deine größten Ziele mit der Real Life Academy? Also du bist natürlich wahrscheinlich so vielen Menschen, wie es geht, natürlich da weiterhelfen, die offen sind für diese Veränderung. Aber hast du für dich eine langfristige, größere Vision, die du anstrebst? Ja, habe ich, aber eine Vision, die nicht erreichbar ist zu Lebzeiten. Weil ich nicht mal ankommen will, sondern weiter auf der Reise bleiben will. Ich bin gespannt, wie weit man das Bewusstsein individuell weiter kann und somit kollektiv. Weil, wenn du zum Beispiel die Musik der 60er, 70er, 80er Jahre beobachtest, wirst du schwingungstechnisch sehen, da war mehr Liebe drin. Und du wirst sehen, je mehr die Neuzeit kommt, wo wir gerade sind, desto intellektueller wird es, desto mehr, wie soll ich das am besten erklären, dass das jeder versteht. Im Endeffekt sinkt gerade die kollektive Schwingungsfrequenz auf der Welt, weil der Mensch sich immer mehr mit dem Verstand identifiziert. Und die langfristige Vision ist, dass wir alle aufwachen. Weil wenn wir nicht aufwachen und erkennen, was wir wirklich sind und nicht dieses kleine Ich, dann wird das eines letztendlich sein, dass wir uns alle selbst zerstören. Und ich werde eines Tages Kinder haben, ich habe Neffen, es kommt eine nächste Generation und dann geht es letztendlich darum, dass wir eine bessere Welt hinterlassen. Und das soll sich jetzt nicht vorbildlichhaft anhören oder heldenhaft anhören, es ist eine Pflicht. So, und dieser Pflicht sind sich wieder viele Menschen nicht bewusst, weil es ja um wen geht? Selbst. Um mich. So, deswegen ist das Wichtigste, wenn es einem schlecht geht, dass es ihm gut geht. Und wenn es ihm gut geht, dass er mehr vom Leben bekommt, damit er dann in den Diener geht. Und wir haben zu wenig Diener in dieser Vision und zu wenig Diener auf der Welt. Und das ist so die Vision dahinter, dass du dein Leben wirklich langfristig entfaltest, in allen Lebensbereichen. Aber dann wirklich Zeit hast für den Nächsten. Und ich glaube, wenn wir da dann sind, dann gibt es keine Konflikte im Außen, weil es keine Konflikte im Innen gibt. Das heißt, diese Konflikte im Innen müssen aufhören. Und das geht nur, wenn wir unseren Energiekörper befriedigen, unsere Seelenwünsche befriedigen, weil erst dann können wir wirklich dienen. Und nicht mir geht Scheiße und identifiziere mich übers Helfen und glaube, wenn ich helfe, bin ich mehr wert. Ich sage so, nein, 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 du hast das Spiel nicht verstanden, dass du dir zuerst helfen musst. Und nicht irgendwen anderen. Ja. Sehr, sehr geile Vision. Also auch für mich ein großer Punkt ist einfach dieses, andere auf ihre Reise zu begleiten, denen weiterzuhelfen in verschiedenen Bereichen. Und deswegen auch dieses Impact Millions. Deswegen habe ich auch das Tattoo und alles, weil ich bin auch gestartet in erster Linie damals als Selbstständiger, wie die meisten, mit
rein egoistisch von, okay, ich will mein Ding machen, ich will Geld verdienen, ich will dies und jenes machen. Und durch den Prozess irgendwann habe ich gemerkt, dass mir am meisten gibt, ab einem gewissen Punkt auch wirklich anderen zu helfen und die wachsen zu sehen und die auf ihrem Weg zu begleiten. Und du machst das ja auf einer sehr tiefen Ebene. Jetzt nicht nur von, okay, schau, ich zeig dir mal, wie du jetzt dann vielleicht deine Selbstständigkeit startest oder wie du dies und jenes machst, was ja auch ein Prozess ist, der von der Umsetzung her wichtig ist. Aber umso mehr merke ich halt auch das, was du gerade gesagt hast, weil ich viele Menschen sehr, sehr gut kenne und mit vielen Menschen zu tun habe, wie viele wirklich krasse Herausforderungen haben, was das angeht. Und dass die Menschen immer mehr ich fixiert werden, immer mehr in dies, auch natürlich durch das Thema Social Media, TikTok und so weiter, ganz viel einfach in dem, am Handy hängen, kann man sagen. Und die Außenwelt oftmals gar nicht mehr so 100% wahrnehmen. Und die Selbstmordrate bei jungen Männern als Beispiel ist ja auch extrem gestiegen die letzten Jahre. Was denkst du, ist deiner Meinung nach der Ursprung dafür, dass das Ganze, also ich habe es vor kurzem nachgeguckt, weil ich habe bei einer Veranstaltung darüber gesprochen, also versechsfacht in den letzten 15 Jahren war die Zahl. Was denkst du, ist der Ursprung dafür, gerade bei Männern, dass sich das so entwickelt? Problem ist, wir leiden unter den Möglichkeiten. Das heißt, wenn die jungen Männer, die ja durch Social Media so viel sehen, was es da draußen gibt, diese Möglichkeiten nicht sehen würden, dann gibt es kein Leid, richtig? Somit auch keine Depression oder Selbstmord. Das Problem ist, wenn du einen 12-Jährigen fragst, der schon seit 3, 4 Jahren Instagram benutzt, kennt er schon die ganze Welt. Und dafür klar zu sorgen, dass man Punkt Nummer 1 die Erwartungshaltungen weglässt, weil dann kann sich ja unbewusst eines einschleusen, hey, ich muss es jetzt erreichen, ich muss es mit 18 erreichen, mit 20, was ja in den meisten Fällen sehr unrealistisch ist. Und wenn man ja mit solchen Erwartungen über Jahre lang lebt und dann fängt er natürlich nach der Erwartung die Enttäuschung an, könnte die Enttäuschung so groß sein, dass man sagt, mein Leben macht keinen Sinn mehr. Weil falsche Illusionen und falsche Ideale verkauft werden. Wie ich schon öfters gesagt habe, dass du Geld hast und nutzt, ist geil. Dass du Geld bist, ist scheiße. Dass du Erfolg hast und nutzt, ist geil. Dass du Erfolg bist, ist scheiße. Oder egal, was du da jetzt nennst. Aber das Problem ist, man identifiziert sich mit den Dingen. Das bedeutet aber gleichzeitig, wenn ich es nicht habe, dann bin ich tot. Oder hab den Drang, mich selbst umzubringen. Weil ich ja den Erfolg nicht habe, das Geld nicht habe, oder. Aber ich glaube, nichts von dem hattest du, als du einfach nur auf die Welt gekommen bist. Das heißt, es wurde wieder reingespult und konditioniert. Das ist halt eine andere Variation, wie wir die Bevölkerungszahl minimieren. Da gibt es ja viele Strategien. Und wenn Menschen unbewusst sind, wird das sie beeinflussen. Und dann passiert das nicht natürlich, sondern es passiert manipulativ. Nur man sieht es an der Oberfläche nicht, also man sieht es nicht, wie tiefgründig das Ganze geht und wie das Ganze zusammenhängt, sondern an der Oberfläche sagt man, ah, der Arme, wegen dem und dem, wegen der Ex-Freundin hat er sich umgebracht. Nein, der hat sich nicht wegen der Ex-Freundin umgebracht. Der hat sich aufgrund seines eigenen konditionierten Verstandes, wo er gewisse Illusionen hat, von dem umgebracht. Krasser Punkt auch und auch was du gerade erwähnt hast, das ist auch ein Weg, um die Bevölkerung zu reduzieren. Und wenn man mal tiefer so ein bisschen in diese Themen reingeht und sich da mal alles ein bisschen genauer anguckt, sieht man halt, dass viele Dinge schon sehr gezielt sind, auch was gerade die Bevölkerung und Gesellschaft angeht. Ich hab einen kleinen Cousin, der ist 16, 17 Jahre alt jetzt mittlerweile. Und den habe ich schon sehr, sehr früh Persönlichkeitsentwicklungsdinge mitgegeben. Der ist immer beim Network zu den ganzen Trips mitgekommen, habe den mit den Leuten connected und habe gemerkt, okay, ich habe da echt einen richtig guten Einfluss auf ihn, was das angeht. Also was erstens das die Einstellung angeht, auch was den Konsum von Social Media angeht, weil ich halt immer wieder sage, hey, schau, wenn du den ganzen Tag auf TikTok hängst wie deine Freunde, das ist erstens nicht so gut für dich, es stumpft dich ab. Du fängst dich an, mit ganz vielen anderen zu vergleichen. Und egal wie gut du selbst bist, es gibt immer irgendwas Krasseres, es gibt immer irgendwie den, der hat das, der hat jenes. Und gerade durch Social Media kann es sein, dass die Person, die dir jetzt vielleicht dieses Gefühl gibt oder deren Lifestyle gar nicht so ein geiles Leben führt, wie es jetzt wirkt gerade.
aber es schaut halt so auf Social Media aus. Und mit dem habe ich auch sehr, sehr viel darüber geredet, weil das ist so ein bisschen mein Zugang zu dieser Generation, um zu sehen, okay, was entwickelt sich denn da und wo sind die Herausforderungen? Und das ist ein großes Thema. Ich hatte auch ganz, ganz lange krasse Struggles mit dem Vergleich mit anderen, wozu Social Media auch ein großer Punkt ist. Egal wo und wie gut es lief, es war immer so, okay, aber so könnte das und das noch sein. Und man nimmt dann Momente bewusster gar nicht mehr wahr. Egal, ob es jetzt dann irgendwie ein krasser Moment ist, dass man jetzt irgendwie einen Geburtstag feiert auf einer Yacht und man ist eigentlich voll da, wo man immer dachte, hey, das ist das Geilste. Und dann sitzt man am Handy und dann guckt man und dann, oh, okay, aber bei dem schaut irgendwie cool aus. Also so unterbewusst zu einem gewissen Punkt. Und das zu lernen, halt bewusst wahrzunehmen, die Momente und auch mal zu sagen, okay, ich will jetzt, ich genieße das und ich bin jetzt in diesem Moment und setze mich nicht mit dem anderen auseinander. Ist sehr, sehr, sehr schwer für viele, weil ja das Social Media Thema auch eine Sucht geworden ist. Ja, Und voll. Ja. ja. Zwei Fragen hätte ich noch von meiner Seite, die mich sehr interessieren würden. Also wir haben jetzt ja auch so ein bisschen über das Thema Social Media geredet und auch in welche Richtung sich die Welt auch gerade entwickelt, was sehr, sehr schade ist natürlich. Und Menschen ist dann wie du zum Beispiel, was es dann die mentale oder die Bewusstseinsebene angeht, machen da ja einen Unterschied. Und es gibt ja viele, die ja auch nicht genug, wie du sagst, es gibt nicht genug Leute, die dienen und mit dieser Intention Dinge machen. Viele sind halt für mich in erster Linie oder verkaufen Dinge so als, okay, ich mache es für die anderen, aber im Prinzip ist es in erster Linie dafür. Und das ist ja schon mal eine positive Bewegung. Was ist denn deine Meinung? Das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber in unserer Gesellschaft wird sehr, sehr, sehr krass dieses stark maskuline, dieser maskuline Ursprung, diese Männlichkeit, man kann sagen, dagegen gearbeitet, was die Erziehung schon angeht. Es werden auch Personen, die natürlich sich dafür mehr aussprechen, verschwinden auf Social Media zu einem gewissen Teil, werden eingeschränkt. Und ich denke, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann weiß man, okay, das ist alles nicht so ein Zufall, wie es eigentlich vielleicht dann in erster Linie mal wirkt. Was denkst du denn, ist die Lösung auch dafür? Oder was wäre der Weg, das wieder ein bisschen mehr zurückzubringen und nicht so krass in eine Richtung zu gehen, was ja auch ein Grund ist, warum sehr viele junge Männer Herausforderungen haben, weil die im Prinzip in dieser Beta-Rolle sind, weil die gar nicht diese maskuline Erziehung vielleicht haben oder diese Vorbilder, die es eigentlich geben sollte. Also weißt du, was ich meine mit der Frage? So im Sinne von, die Männer werden immer mehr in die weibliche Energie reingeboren. Genau. Ja, also da ist ganz einfach die Antwort Klarheit. Es gibt keine Klarheit. Weil davor hat halt das System Angst, dass man die Dinge klar sieht, wie sie sind. Und das kann halt eine männliche Energiemesse schaffen. Ja. Weil sie einen extremen Abstand hat zur Emotion. Und wo kann man Menschen manipulieren? In der Emotion. Aber nicht in der Logik. Ja. Weil die Logik ist 1 plus 1 ist 2. Egal wie manipulativ du bist, 1 plus 1 ist 2. Da musst du mich schon sehr stark manipulieren können, dass ich sage, 1 plus 1 ist 4. Ja. So, und das ist ja auch ein Teil der Vision, dass die Klarheit steigt, weil dann steigt auch die männliche Energie, richtig? Somit auch das Bewusstsein. Und dann reichen, ich würde sogar sagen, 100 Menschen in einer höheren Bewusstseinsebene, dass du dein ganzes System schließen kannst. Ja. Deswegen befinden wir uns auch jetzt oder vielleicht in ferner Zukunft einen spirituellen Krieg. Und jeder Krieg ist notwendig für wahrhaftigen Frieden. Aber zum Beispiel der Film Sparta 300. Wir brauchen mehr, die bereit sind zu sterben. Ja. Das ist was Größeres als sie. Und diese Bereitschaft ist ja nicht da. Bei sehr wenigen auf jeden Fall, also sehr, sehr selten. Ja, ich sehe nochmal, aber wie gesagt, es ist ein Thema, da könnte man 10 Stunden Podcast drin machen. Ja. Aber faktisch ist eines, wie man da entgegenwirken kann, ist einfach, wir brauchen mehr Menschen, die Tacheles sprechen und die Dinge so ansprechen, wie sie sind. Bei mir wurden auch schon 3, 4 Reels gesperrt, weil ich Dinge einfach mal so angesprochen habe, wie sie sind. Und es ist eh egal, aber dann, auch wenn es 1000 Menschen hassen, den einen wird es, der eine wird es feiern. Und mir reicht es immer. Weißt du, wenn ich eine Masterclass habe oder ein Event, das habe ich letztens beim Event im Salzburg auch gesagt,
egal wie viele Menschen gerade da sind, wenn ich nur einen aufwecken kann, habe ich gewonnen. Und es muss nur immer nur einer sein, weil der eine schafft es bei den nächsten 1000 Menschen auch bei einem, richtig? Und das geht so weiter. Das heißt, du brauchst immer nur einen, Ja. nicht alle. Mega. Ja, ich habe gesehen, ihr hattet ein sehr cooles Event vor 2 Wochen in Salzburg, du und der Raphael gemeinsam. Oh ja. Hatte ich sogar kurz am Plan hinzugehen, aber ich war in der Türkei mit unserem Vertriebsteam, aber beim nächsten Event sehr, 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 sehr gerne. Wie bist du denn zum Raphael gekommen? Das wäre vielleicht noch interessant, weil ich habe mit dem auch schon geschrieben bezüglich Podcast und ich fand das ganz interessant, ist dann auch, weil er ist ja auch nochmal 10 Jahre jünger als du, glaube ich. Genau, wie ist er dir da zusammengekommen ist dann? Sehr lustig. Ich bin im 19. Bezirk aufgewachsen in Wien. Mhm. Der Kloster Neuburg war beim 19. Bezirk in der Schule. Das heißt, wir waren uns eigentlich immer ganz nah, haben uns noch nie gesehen. Okay. Und dann habe ich ihn, hat er mich mal einfach angesprochen in einem Café im 19. Hey, du bist da angekommen, du machst, lass uns mal einfach Kaffee trinken. Also lass uns mal ins Trinken gehen. Dann haben wir uns aber eigentlich wirklich kennengelernt in Dubai. Also so richtig getroffen, privat und dann halt uns ausgetauscht, ist dann im Dezember 22 in Dubai passiert. Und das, was mich bei ihm fasziniert hat, ist, weil er halt wirklich sechsstellige Monatsumsätze macht, wenn ich sogar gewinne. Und ich mir gedacht habe, fuck, wie hat es einer in dem Alter geschafft, schon so hohe Umsätze zu fahren, so hohe Gewinne zu fahren. Und das, was ich dann sofort erkannt habe, ist mit einem fucking hohen Bewusstsein. Und das Witzige ist, egal ob es meine Ergebnisse waren oder seine Ergebnisse waren, die Themen waren dieselben. Das war das Thema Bewusstsein. Das war das Thema Manifestation. Das war das Thema Energiekörper. Und dann habe ich gesehen, okay, das ist ja nicht nur bei mir so, das ist ja auch bei ihm so. Und je mehr Menschen ich da spreche, ist es auch bei ihnen so. Aber ich rede nicht nur von der Materialisierung im Außen. Auch, dass du die Dinge, die ja Gott gegeben oder gesetzesgegeben sind, nutzt, damit du Dinge auch mit Leichtigkeit manifestieren kannst. Weil mit Willensstärke, Angst und Disziplin und Motivation brauchst du nicht sehr bewusst sein, kannst du fucking Erfolg haben und teilweise sogar noch mehr Geld verdienen. Und die Frage ist, in welcher Art und Weise du deinen Erfolg haben willst. Weil Erfolg ist das, was folgt, wenn du einer Bestimmung folgst. Ja. Das heißt, willst du erfolgreich sein, indem du einer Bestimmung folgst, oder willst du erfolgreich sein, nur wegen dem Geld? Nur hier wirst du massiv leiden lassen. Ja, wenn Geld auch der einzige Punkt ist, dann hast du halt nie diese persönliche Erfüllung und eigentlich nie das. Schaust du doch mal bei 80%, wenn jeder wirklich 100.000% ehrlich ist, Ja. würde ich sogar sagen, 80% machen es nur wegen dem Geld, was ja auch für mich okay ist. Es ist ja Ja. okay, aber sei einfach ehrlich zu dir selbst. Finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt, der auch in der Network-Branche, also in der Network-Marketing-Branche, immer so ein Punkt ist, wo ich sage, hey, wenn du viel Geld verdienen willst und das deswegen machst, dann sag's doch. Ich Aber würde es sogar dein. voll sympathisch finden, wenn er sagt: So, schau, ich komme Ja. jetzt mit dir nicht, weil ich dir helfen will, sondern ich will Geld verdienen, aber ich glaube, das Produkt bringt dir trotzdem was. Ja. Aber hast du, wenn es dir was bringt, das Produkt, und ich verdiene Geld dabei, ist es eh scheißegal für dich, weil du machst ja nicht wegen mir, sondern wegen dem Produkt. So also können wir einfach nur über das Produkt sprechen. Genau. Ich würde das voll sympathisch finden. Ich würde denken: So, ja, geiler Typ, voll ehrlich. Ja, definitiv. Also bin ich voll bei dir. Habe ich jetzt vor kurzem erst drüber nachgedacht, dass das gerade in der Branche sehr stark ist, was auch natürlich seine Daten. Zu verrufen, wenn jemand was wegen dem Geld tut. Nein, lass ihn doch, das ist geil. Aber er sollte sich nur bewusst machen, dass wenn der Erfolg mal ausbleibt oder das Geld, dass der Antrieb verloren geht. Ja. Und bei der Bestimmung geht nie der Antrieb verloren, du hast halt konstante Energie. Definitiv. Nur das sollte er sich bewusst machen. Dann hat er noch immer nicht das Richtige und Falsche, hat er noch immer freie Wahl, alles zu tun. Er soll nur wissen, wie die Mechanik des Systems funktioniert. Ja. Zur Abschlussfrage, du hast gerade vorher was zum Thema Manifestation gesagt. Und es gibt ja ganz, ganz viele, ist auch wieder dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema, aber die dann halt vielleicht sich ihre Ziele überall aufschreiben, die 5-mal am Tag ihre Affirmationen lesen, die vielleicht visualisieren und da halt so ein bisschen dann gar nicht so richtig in die Umsetzung kommen, vielleicht nur das machen. Was würdest du jetzt dann zum Thema Affirmationen machen? Bist du selbst jemand, der sagt, okay, ich schreibe mir die Dinge auf, ich lese die Dinge, ich setze mich hin und visualisiere die Dinge, die ich erreichen will?
Oder ja, was machst du da selbst in diese Richtung? Ich würde es schon einschätzen, dass du auf jeden Fall so in diese Richtung ein bisschen gehst. Wenn ich ein Ziel habe, ist es ein Gedanke. Ein Gedanke ist vergangenheitsbasierend. Das heißt, egal wie groß ich meine Ziele aufschreibe, sie kommen nur aus meiner Erinnerung. Und dann ist halt die Frage, willst du das erreichen, was du dir vorstellen kannst, oder willst du was erreichen, was du dir gar nicht vorstellen kannst? Das ist halt, nichts ist richtig und falsch. Die Frage ist, was du willst. Ja. Und ich mache es dann ohne Ziele. Ich habe eine Richtung, wo ich meine Lebensenergie, zum Beispiel, ich gebe meine Lebensenergie in Richtung, aber ich erfahre mich auf dem Weg selbst, wo ich dann sage, hey, vielleicht zieht mich meine Lebensenergie dorthin. Hallo. Also eine Vision, das Leben ist ja beweglich und lebendig und Veränderung. Ja. So auch eine Vision. Wer weiß, was in 5 Jahren mit der Real-Life-Academy passiert, ich weiß es nicht. Ja, definitiv. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, wo viele sich halt dann auch irgendwo ein bisschen selbst verlieren in diesem Prozess, weil die halt sich da ein Ziel nach dem anderen setzen und versuchen da irgendwie diese eine Richtung an dieser einen Richtung festzuhalten und gar nicht ihrem Gefühl so stark folgen. Genau, nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich sage, ich bin groß, ich bin stark, ich bin schnell, ich bin ein geiler Typ, ich bin reich, blablabla, sagst du aber gleichzeitig, ich darf nicht arm sein, sagst du aber gleichzeitig, ich darf nicht schwach sein, wirklich, sagst du aber gleichzeitig, ich darf nicht, warte, ich bin groß, ich bin, ja, du sagst das Gegenteil, die Polaritätsgesetze nutzt du nicht. Somit ist jede Affirmation ein Einsperren. Und dann tust du noch mehr das Selbstbild und den Verstand identifizieren. Womit, wenn wir eines wissen, dass Energien, Schwingung und Frequenz die wichtigste Sprache im Universum sind, dann würde ich mich nicht einsperren, weil wenn ich mich einsperre in Form von Affirmationen, dann habe ich eine niedrige Energie. Und glaube mir, ich habe jahrelang Affirmationen gemacht, ich weiß, wovon ich spreche. Oder anderes Beispiel. Wir gehen in die Sauna und der Zeiger ist bei 15 Minuten. Aber es ist so heiß, der Aufguss ist schon so heiß und es ist Minute 8. Und das Ziel ist ja 15 Minuten, richtig? Ja. Und weißt du, was du beobachten willst, wirst, wenn du ankommen willst? Du leidest unter der Reise. Ja. Starkes Beispiel. Ich denke. Ja, das kann jeder mal testen in der Sauna. Wenn er ankommen will, ob er es genießt oder ob er leidet. Und wenn er leidet, ob er eine hohe Energie hat oder eine niedrige Energie hat. Wenn er eine niedrige Energie hat, ob er dann extrem performt oder wenig performt. Wenn er aber wenig performt, er viele Ergebnisse hat oder weniger Ergebnisse hat. Ja. Definitiv. Lustig, dass du das gerade erzählt hast, weil ich auch ganz lange einer war, so, okay, wie du die kleinen Dinge tust, tust du die großen. Wenn ich jetzt gesagt habe, ich mache das so, dann mache ich das bis zum Ende, egal was jetzt passiert. Und am Ende hat es dann eigentlich gar nicht das gebracht, was es bringen sollte. Und es war eigentlich anstrengender, als eigentlich dem Gefühl zu folgen. Ja, aber die Gefahr ist ja, wenn ich mein Ziel setze auf 5 Jahre und ich mich verändere in 2, 3 Jahren, könnten sich die Werte so krass verschoben haben. Und wenn ich jetzt sage, aber never give up, sonst bist du nichts wert. Dann ziehst du weiter durch. Aber was ist dann wichtiger, dass du das Ziel erreichst oder dass du deiner Lebensbestimmung folgst? Ja, definitiv. Hammer. Mega geiles Interview. Also, ich bin auf jeden Fall, ich konnte einiges für mich mitnehmen. Also, ich mache mir auch immer Notizen parallel. Also, sehr, sehr, sehr geil auch, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview, für das Gespräch. Und interessant auch zu hören, natürlich verschiedene Gäste zu haben. Also, es waren jetzt alles Unternehmer bis jetzt, alle ihre Story, ihre Reise geteilt. Und auch jetzt jemand zu haben, der ein bisschen mehr in diese Richtung geht, weil es waren viele halt klassische, sagen wir Ja. mal, Unternehmer und viele, viele Parallelen auch von deiner Story oder auch zu deiner Perspektive, die ich bei den Leuten auch, die um mich rum sind, die sehr erfolgreich sind, auch irgendwo sehe. Gerade das Bewusstseinsthema, von denen die wirklich ein gutes Leben führen, nicht nur jetzt finanziell, sondern auch Beziehungen und alles, sind die, die auch wirklich am bewusstesten leben. Und auch das Thema mit dem Ziele setzen ist auch sehr interessant, weil da gibt es ja verschiedene Meinungen dazu. Und ich denke, du hast das jetzt mit dem Sauna-Beispiel eigentlich sehr, sehr geil rübergebracht. Weil auch bei mir haben sich die Ziele irgendwann verändert. Zu 99%. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Ich sage ja, jeder kann machen, was er will. Es gibt für mich kein richtig und falsch, aber ich möchte der Erste sein, der beweist, mit nichts tun zum Erfolg. Oder anders formuliert, mit nichts zum Erfolg und mit nichts heißt, dass du nichts tust.
sondern mit nicht meine ich die nicht physische Ebene, die nicht sichtbar ist. So, und es ist eh egal, weil der Mensch glaubt eh nur das, was er sieht. Ja. Und ich habe schon heute noch ein Reel gesagt, ich glaube schon längst, was ich meine fünf Sinne nicht sehen kann. So, und das ist dieses Nichts. Aber in diesem Nichts passieren so schräge Dinge, solche Dinge, die so faszinierend sind, die du nie hättest in deinem Leben planen können, nicht mal als Ziel setzen können. Und dann denkst du, was gibt es zum Kontrollieren? Das Leben weiß es eh besser. Deswegen sagt man so schön, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm deinen Plan oder deine Ziele. Ja, das Zitat kenne ich auch. Und wenn man es dann lebendig erfährt, denkt man sich so, fuck, je mehr ich meine Ziele und meine Persona sterben lasse, desto mehr klettere ich auf die Schultern von Gott auf und lasse mich dann führen. Und dann geht das sogar so weit, dass du nicht mal mehr Entscheidungen treffen musst, sondern es wurde schon für dich entschieden. Also dieses Bestimmungsthema, was ich meine. Ja. Da muss man sehr still sein und sehr klar unterscheiden können, was ist konditionierte Stimme und was ist Lebenssinn oder Lebensbestimmung. Und diese Unterscheidung ist bei den meisten noch nicht einmal sichtbar. Würdest du sagen, also Abschlussfrage jetzt, dass jeder für sich einen Coach in diese Richtung oder allgemein braucht, um diesen Weg zu gehen, um da voranzukommen? Oder dass das auch, Ja. ja. Ja, also wenn ich nie was von diesen Themen gehört hätte, weil das eine ist, ich höre es und dann sage ich immer eines, glaub mir gar nichts. Weißt du, warum ich dann sage, glaub mir gar nichts? Weil dann überprüfst du es nicht richtig. Ja. Für mich ist wahres Wissen lebendige Erfahrung. Aber du hast da nicht nur eine Abkürzung und eine Zeitmaschine, sondern überhaupt einen Türöffner, dass du überhaupt mal die Offenheit hast. Schau doch mal an, was wir sprechen. Nicht physischer Körper, Astrologie, Manifestation. Das ist für viele Sinne, die wir haben, nicht sichtbar. Aber Nikola Tesla hat selbst schon gesagt, wenn wir die nicht physischen Phänomene studieren würden, würden wir in 10 Jahren weiter vorankommen als in den letzten 100, 200, 300 Jahren. Interessant. Aber ihm hat es auch keiner verstanden. Warum geht er dreimal ums Gebäude? Warum tut man 6-mal die Gabel fallen lassen? Warum tut er 9-mal am Tisch klopfen? 369. Wenn du die Zahl 369 verstehst, das ist ein Schlüssel zum Universum. Ich habe noch keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Aber ich könnte es überprüfen. Und durch die Überprüfung erfahren. Aber es wäre vielleicht nicht sichtbar. Und trotzdem ist es existent. Kann es sein, dass was nicht sichtbar ist, viel effektiver ist, als das, was sichtbar ist? Ich denke, die Antwort spricht für sich. Also ich bin auch deiner Meinung definitiv. In allen Lebensbereichen, gerade egal, wo man sich befindet, es gibt immer einen Punkt, man kann von allem was lernen zu verschiedenen Bereichen. Und gerade wenn man sich weiterentwickeln will, ist ja das Smarteste, wo wir auch schon, was du auch schon erwähnt hast, sich jemand zu suchen, der den Weg schon gegangen ist oder der sich damit auskennt und dir zeigt, okay, wie du vielleicht die Dinge vielleicht schneller oder auf, wie du diese Dinge lösen kannst, wo du gerade noch die Antwort suchst. Ich würde sagen, damit schließen wir ab. Vielen Dank für deine Zeit. Auch Gerne. an euch alle, gebt dem Agron auf jeden Fall auf Instagram gerne Feedback. Schaut euch auch gerne die Real Life Academy an. Ihr habt jetzt ja schon so ein Intro bekommen, ein bisschen, und gebt gerne ehrliches Feedback in den Kommentaren, schickt mir eine Nachricht. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen guten Tag, einen guten Hunger, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Wir sehen uns nächste Woche, 18 Uhr Samstag. Bye bye. Ciao, ciao. Deine Ziele scheinen weit weg, der Neid, der dich zerreißt, ja, er liefert dir kein Cent, alles Mindset. Du hast Angst, dass die Zeit drängt, merk dir eine Sache, du verlierst, wenn du klein denkst, alles Mindset.